Gerhard Bertlein auf dem Weg nach ganz oben. Vom Kirchturm aus hat er eben einfach den besten Blick auf die Storchennester von Ühlfeld. 5 Horste thronen allein auf den Dächern seines Hofes. Im Ort wird der 71-Jährige oft als der Storchenvater bezeichnet. Im mittelfränkischen Ühlfeld ist er aufgewachsen, dort, wo die Störche ständig die Hauptstraße queren. Schon als Kind hat er sich für die großen Vögel begeistert. Der Horst beispielsweise da oben, der wurde ja 1928 laut Aussage meines Vaters da drauf gebaut. Der war zuerst auf der Kirche drüben, Kirchenschiff auf der Westseite. Unten drunter ist ja der Eingang. Und wenn die Leute dann in die Kirche sind oder raus, haben sie öfter halt mal einen Spritzer abgekriegt. Ühlfeld ist das fränkische Storchenmekka. An die 100 Störche leben derzeit in dem 3000 Einwohner zählenden Ort. Neben der Storchenapotheke befindet sich das Storchencafé. Am Ortseingang warnt ein Schild Verkehrsteilnehmer vor tieffliegenden Störchen. Und in der Ühlfelder Metzgerei sind die leckeren Würste namens Storchenbeine schon wieder ausverkauft. Ühlfeld zieht die Störche einfach scharenweise an und Gerhard Bertlein weiß auch, warum. Es hat sich in der Storchenbranche rumgesprochen. In Ühlfeld kann man gut leben. Nahrungsgrundlage ist ja da. Unsere Wiesen, die wir haben, das ist ja Dauergrünland. Und die vielen Weiher, die es gibt. 7 Fremdenzimmer mit romantischem Blick auf Storchennester bietet Susanne Zwanzke in ihrem Ühlfelder Gasthof. Das ziehe Touristen an, zumindest vor Corona. Die Gastwirtin kennt aber auch die Schattenseiten der Storchenflut. Also was man unterschätzt, ist das, wie viel Dreck ein Storch macht. Also es ist nicht nur, dass die Dächer mittlerweile alle mehr weiß als rot sind, sondern es sind auch die ganzen Äste. Also du kehrst Straße und da, wo das Nest ist oder wo er meint, er will ein Nest bauen, ist 10 Minuten später liegen wieder ganze Äste dort. Und die ganzen Dachrinnen sind alle zu mit dem Nestbaumaterial. Damit die Stimmung im Ort nicht kippt, lässt die Gemeinde einmal pro Jahr die verstopften Dachrinnen säubern, auf eigene Kosten. Mehr Störche sollten es wirklich nicht werden in Ühlfeld, sagt Storchenvater Gerhard Bertlein, so sehr er die Tiere mag. Ob sich die Störche diesem Wunsch anschließen? Es sieht nicht wirklich danach aus.